Am Wochenende ist Halbzeit bei der Reutlinger Vesperkirche. Noch bis zum 14. Februar können sich hier Menschen bei Bedarf eine vollgepackte Vespertüte to go abholen. Pfarrer Joachim Rückle berichtet, wie er die Vesperkirche in Corona-Zeiten erlebt hat. Ganz anders als sonst. Also man kann es überhaupt nicht vergleichen. Die Ruhe jetzt hier im Kirchenraum, der Vorbereitung, vor allem das Rascheln der Tüten, das man hört im Hintergrund, sind ganz andere Geräusche als sonst, wenn hier ganz viele Menschen beieinander sind. Denn wo in den vergangenen Jahren während der Vesperkirche zahlreiche Menschen zum gemeinsamen Essen zusammenkamen, schmieren dieses Jahr ehrenamtliche Helfer eifrig Brote, die dann mit anderen Leckereien in die Vesperkirchen-To-Go-Tüten gepackt werden. Zahlreiche Spenden von Firmen, Vereinen und Einzelpersonen aus der Region machen dies möglich. Also auch unsere Gäste sind da sehr dankbar dafür, für das Angebot. Und mit 360 Essen ist die Resonanz auch so, dass klar ist, das kommt gut an, das schmeckt lecker, was die Bruderhausdiakonie uns kocht. Mit 360 ausgegebenen Essen pro Tag sei die Nachfrage etwas höher als in den letzten Jahren, so Rückle weiter. Wie sich die Situation für die freiwilligen Helfer vor Ort verändert hat, haben wir Sandra Fleck-Rotfuß gefragt. Also die Distanz ist einfach das, was der Unterschied auch macht. Gell? Es ist so, wir haben auch den Kontakt nach draußen nicht, nur über die Ausgabe. Aber trotzdem, es kommt sehr, sehr gut an. Es ist wirklich schön und es ist auch eine Freude, wirklich zu sehen, wie die Leute es tatsächlich annehmen. Am 14. Februar lädt die Vesperkirche um 15 Uhr zum Abschlussgottesdienst in der Marienkirche. Bis dahin können täglich von 11 bis 13.30 Uhr Vespertüten an der Nikolaikirche abgeholt werden.